gebannt, Zugeln in den Gewäus haben wir uns gebunden. Die Schweizungspulme und Schere in den Stacheln, ihre Kräfte weisen zu Leuten, das Königin verstorben ist, hat mir die wo man sagt, man vergisst, dass man überhaupt da ist. Also das ist so, also man schwebt richtig in euren Darbietungen. Ich verstehe jetzt den fliegenden Holländer bei so einem Bart. Ja, also man muss dazu sagen, natürlich Nummer eins, weil du sagst, man ist so, wird weg, man schwebt weg. Das liegt am Wagner, seiner wahnsinnig großartigen musikalischen, sphärischen Welt. Also da bin ich jedes Mal beeindruckt, wie sehr dieser Komponist einfach mit all seinem kongenialen Genius mich jedes Mal wieder von Neuem trifft und neue Ideen zündet. Und wenn du jetzt als Zuhörer jetzt einfach von diesen ganzen Abend, wir haben sehr viel Wagner heute gesungen, so overwhelmed bist, dann verstehe ich das sehr. Und diese Welle, da dürfen wir Künstler drauf reiten. Es ist natürlich eine Herausforderung, diese Literatur zu lernen, zu machen. Aber dann, wenn man alles gelernt hat, dann ist es einfach reine Freude, das zu singen und vor allem mit so einem großartigen Partner. Sehr, ja. Ich habe viel Wagner gesungen und ich liebe die Musik. Und es ist unglaublich viel Zug und Emotion in dieser Musik. Trägt einen aber auch schnell davon, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Wie ist das zu verstehen? Es trägt einen davon? Es trägt einen davon stimmlich, emotional. Man muss als Sänger sehr bei sich bleiben, um so viel Sound in so eine Musik zu bekommen, ohne dass man sich schadet. Mhm. Absolut, das kann man vorstellen. Welches dieser Stücke hat dir besonders gefallen? Oh, jedes ganz eindeutig. Aber ich finde auch, wenn man im ersten Teil jetzt die Walküre macht, ist es ein späteres Werk von Wagner. Und dann später den Holländer, merkt man schon, da hat er sich schon ordentlich weiterentwickelt. Man möchte fast sagen, es ist leichtere Musik, den Holländer zu verstehen, zu machen, als diese riesigen, nicht enden wollenden Bögen in der Walküre. Aber wie findest du das? Der Holländer wird ja liebevoll als Wagner-Operette bezeichnet, weil es schon kurz ist. Und das ist einfach ein tolles Stück, weil es ist einfach alles dabei. Das ist wirklich besonders. Also gerade das Holländer-Duett immer wieder ein Riesenhighlight auch für mich zum Singen. Wundervoll. Da fällt mir jetzt bei Holländer ein, meine Eltern waren der Meinung, ich muss unbedingt eine Oper besuchen. Und die erste Oper war Elektra. Oh. Das war Hardcore. Ja. Die zweite Oper war dann der fliegende Holländer und das ist mir übrigens fast wie eine Operette vorgekommen. Da sieht man's. Ja, dann. Das Holländer-Duett eigentlich. Auch der Schluss ist toll. Ich kann mich nicht entscheiden. Holländer. Du musst doch Tannhäuser gesungen, könnte ja auch dann. Ne? Holländer gewinnt. War das der Tannhäuser, wo der Wagner flüchten musste aus Wien?
Ich glaube, meines Wissens war es der Tristan. Ah, der Tristan. Der Tristan. Aber ich glaube, es gibt, dank Ursula Wies, die immer diese tollen Übergänge und Moderationen macht, haben wir doch einiges gehört, was man nicht so von Wagner wirklich weiß. Aber ich meine, er war ja auch ein Mensch, ja? Ein Genie, keine Frage. Aber er hat sich halt unendlich gemacht mit seinen Kompositionen und seinen Ideen und hat auch sicher die Welt verändert, verbessert, weil es ja hochphilosophische Werke, die er da gemacht hat. Ja. Also ich finde jedes Mal, wenn ich mich wieder in diese Materie einlese und vollkommen neue Aspekte und denke mir, wow, was der alles reingesteckt hat, unglaublich. Also man sollte es auf jeden Fall mal wagen, sich Wagner anzusehen. Wage es immer, Wagner anzuhören. Wagner wagen. Alles klar. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Es war wirklich ein Erlebnis heute Abend in diesem wunderschönen Ambiente hier von diesem wunderbaren Saal. Ja, und wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke fürs Kommen. Danke. Gerne. Zeit vergessen. Und das ist ein schönes Zeichen. Danke recht herzlich. Es ist ein Vergnügen für so kunstgesinntes Publikum zu spielen. Mhm. Wo liegt da die Herausforderung? Dieser Saal ist ja wunderbar, aber ich weiß nicht, wie ist der von der Akustik her? Eigentlich eher hallig, aber wunderbar für die Stimmen. Mhm. Vor allem das Instrument der Fazioli ist ein Traum. Mhm. Es ist so, feine Töne sind möglich und solche Nuancen. Es ist ein Geheimtipp eigentlich, dieser Konzertraum. Mhm. Jetzt haben wir ein wunderbares Konzert gehört. Wo gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, das hat mir am besten gefallen und das ist mein Lieblingsstück? Beim Fliegenden Holländer war das Duett und die Begleitung gelöst in einem Schwung. Und es sind die Momente, wo dann die emotionale Stimmung einfach so fließt und die Musik ganz rauskommt. Jetzt haben wir wirklich totale Stimmung erlebt. Man hat das Wagner richtig mitbekommen. Was aber auch fantastisch war, dieses Solostück. Sie meinen das Notono? Ja, oder genau. Von Liszt? Ja, von Liszt. Ja, das ist wegen des liebevollen Gedichts sehr passend gewesen. Mhm. Und es ist ja so, dass Wagner viel auch von Liszt übernommen hat, musikalisch, auch Motive sogar. Und Liszt hat also eigentlich still zugelassen, dass Wagner sich bei ihm auch bedient hat. Die Geschichte vom fliegenden Holländer aus dem 17. Jahrhundert und sein Bild, das in der Spinnstube ihres Hauses hängt, kennt sie gut. Fast zu gut. Wahrscheinlich weiß sie auch, dass der Kapitän des fliegenden Holländers der niederländische Ostindienfahrer Bernhard Vogel gewesen ist. Alles klar. Jetzt haben wir einen jungen Mann hier. Ja, er spielt auch schon Chopin und Beethoven und Liszt. Mhm. Und wird sicher in 10 Jahren auch interviewt werden. Mhm. Mir hat es gefallen.
Ja, es war ein tolles Konzert. Schon. Auch eine wichtige Funktion. Der Ernest Schaffitz ist 13 Jahre und geht in das Gymnasium Marchettgasse. Das heißt, wir werden sicher bald einiges hören. Danke schön für das schöne Gespräch. Wunderbar, danke. Ich freue mich so, dass Sie heute dabei waren und würde gerne ein Feedback, vielleicht ein kritisches hören zu uns oder ich kann nur bewerten. Positiv kritisch abgeben, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, es war wirklich wunderbar und man hat richtig, wie ich vorher schon gesagt habe, man vergisst einfach die Zeit, es ist, man schwebt im Raum und das ist was Fantastisches. Schönes Kompliment, ja, danke schön. Fantastisch. Alles Gute. Dankeschön. Erkennt die Schiff, das Schrecken einer Flamme.